Sie müssen ja nicht nur hartgekocht sein, Sie können ja auch ein bisschen filigraner sein. Und damit sind wir bei Bertel. Bertel Seebacher, herzlich willkommen vom Restaurant Kraftwerk in Oberursel. Dankeschön, dankeschön. Haben Sie schon mal auf dem Schiff gekocht? Nein, wie gesagt, ich habe so als Österreicher unsere Marine, das ist ja lange her, habe so ein bisschen das Wasser, ich scheue so ein bisschen. Na gut. Hier ist ja alles trocken sozusagen. Die Landratte darf loslegen. Genau, und wir nehmen das Thema Ei auf, wie wir schon gesagt haben. Hart kochen werden wir sie nicht ganz, das werden wir nicht machen. Aber wir machen ein tolles und spannendes Gericht, denke ich. Wir haben auch was Grünes, was jetzt so ein bisschen auch in den Frühling reingeht, einen schönen frischen Spinat. Wir haben die Eier, die werden wir backen. Also wir machen ein gebackenes Bio-Ei mit Rahmspinat und mit Spinat und einer Parmesan-Trüffelsauce. Da klingt so, als wenn schon alles drin wäre, was man braucht. Also Eier, Parmesan sehe ich, Butter, Salz, wie Sie Lauch, Gemüse, Knoblauch und das war's? Fast. Also im Endeffekt haben wir drei Bestandteile. Das eine ist das gebackene Ei. Da müssen wir das Ei ganz vorsichtig, 5 Minuten, das ist jetzt ein Ei Größe M, 5 Minuten und 20 Sekunden kochen. Und das müssen wir dann kurz im Eiswasser abschrecken. Das habe ich gerade gemacht und die tun wir dann schälen. Haben Sie gesagt 5 Minuten und 20 Sekunden? Ja. Es ist, wir wollen das Ei in der Mitte ja wirklich wie so ein Ei im Glas schön cremig halten. 5 Minuten und 20. Und wenn Sie 5 Minuten und 10 gekocht hätten, dann wird es ein bisschen roher. Wäre es noch zu weich. Oder wir können es noch nicht schön, das werden wir gleich sehen. Also das ist wirklich, wenn es größer ist, ein paar Sekunden mehr. Aber wir wollen ja wirklich diesen Effekt, dass es außen schön knusprig ist. Dazu werden wir es dann auch panieren, wie ein Schnitzel im Prinzip. Mhm. Und dann frittieren und dann haben wir es außen wirklich schön knusprig und innen dann dieses cremige Ei. Das ist das Ziel. Drunter machen wir ein bisschen Spinat. Eigentlich auch ganz einfach frischer Spinat, geputzt, gezupft. Den werden wir einfach, man sieht, das sieht sehr viel aus, in den Topf werfen. Der fällt dann ein bisschen zusammen. Salz, Pfeffer, Muskat. Und ein wichtiger Bestandteil natürlich, wie bei vielen Gerichten, ist einfach die Soße. Ja, wir machen da eine... Legen Sie mal los. Genau. Oder? Gibt es irgendwas, was ich helfen kann? Ich helfe, wo ich kann. Wir können auch, wenn ich dann, nicht kann. Ja, wir können dann gemeinsam die Eier schälen. Mhm, also im Endeffekt machen wir jetzt für die Soße einen Soßenansatz mit ein bisschen Lauch. Nicht die Zwiebel, weil die Lauch natürlich... ein bisschen feiner ist. Lauch ist ein bisschen eleganter, der hat so diese leichte Süße. Und wir kriegen dann wunderbare Würze durch den Käse, also Parmesan. Wir haben da Parmesan Reggiano, der ist lange gereift, der hat ein tolles Aroma. Und wir haben ja jetzt Ostern, da darf es ja auch für die Familie oder bei uns jetzt für die Gäste auch mal ein bisschen was Besonderes sein. Wir werden da jetzt nochmal ein bisschen Trüffel verwenden. Ach. Kann man natürlich auch weglassen, wenn man nicht mag oder nicht möchte. Kann man auch eine wunderbare Parmesansoße machen. Wir machen die auf Basis von Weißwein und Geflügel. Fond passt natürlich zum Ei, bietet sich an. Und dann kann man auch ein bisschen... Oh, das ist die Trüffel? Ganz genau. Schwarze Trüffel. Genau. Wir haben jetzt einen... Den machen wir einfach nachher ein bisschen mit einem Parmesan drüber. Man kann auch ein bisschen was schon in die Soße machen. Wie gesagt... Das kleine Stück, das kostet unheimlich viel Geld, ne? Ja, Trüffel ist natürlich... sehr edles Produkt, da schwankt natürlich der Preis auch. Wir sind jetzt hier bei einem Périgord-Trüffel, da ist aktuell der Kurs so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Aber man muss auch immer sagen, das? Der Kilo. Nee. Nein, der Kilo. Das heißt, wenn wir da so 20, 30 Gramm haben und wir uns da ein Gericht machen, damit da können wir schon mal so 20 Eier machen. Also am Ende des Tages kann man ausrechnen, 20 Gramm, wenn er 2.000 Euro kostet, 40 Euro. So. Und da tun wir ein bisschen was raus, kriegen wir 20 Eier raus, also ist 2 Euro wieder pro Ei, das Ei kostet auch nicht so. Aber am Ende macht es halt dieser, man riecht es ja, dieser Trüffel hat einen extrem intensiven Geschmack und dazu brauchen wir halt einfach auch nicht zu viel. Mhm. Beim weißen Albertrüffel, der im November dann wäre... Der ist noch teurer, oder? Da sind wir dann schon zwischen bei 5.000 bis 7.000 Euro der Kilo. Aber wie gesagt, also das setzt man sehr, sehr dezent ein. Man kann ihn auch weglassen. Wir schwitzen hier den Lauch an. Mhm. Wir löschen das Ganze mit Weißwein dann ab. Dann haben wir auch schon so eine leichte, elegante Säure drinnen. Das müssen wir ein bisschen einkochen lassen. Dann wird mit Geflügelfond abgelöscht. Und dann machen wir das Ganze mit Sahne und Parmesan. Bisschen Knoblauch machen wir rein. Das passt natürlich auch immer wunderbar dazu. Wie kriegen Sie eigentlich den Knoblauchgeruch immer von den Fingern runter? Ich stehe da nachher und denke mir so, jo. Ist noch dran. Nein, also erstens mal viel waschen mit der Bürste. Und ein Trick ist auch immer Zitrone. Zitrone. Zitrone zu verwenden. Und ja, es gibt halt dann schon so die eine oder andere spezielle Seife. Ah, es duftet auf jeden Fall schon. Das Knoblaucharoma verströmt hier im Studio. Genau. Das braucht jetzt ein bisschen. Wir machen parallel. Ich habe die Eier, wie gesagt, 5 Minuten und 20 Sekunden schon gekocht. Die ersten habe ich auch schon geschält. Und haben Sie die eigentlich die ganze Zeit richtig gekocht oder reicht es, die in siedendem Wasser zu lassen? Genau, das ist ganz wichtig. Wir müssen sie zuerst anstechen, weil wir es ja im kochenden Wasser dann kochen, damit sie nicht aufplatzen. Und dann wirklich schön wallend kochen und dann raus, auch ins Eiswasser, um den Garprozess wieder ein bisschen schneller zu unterbrechen. Mhm. Und jetzt müssen wir sie schälen. Ich habe schon ein paar gemacht und ich würde Sie bitten, da... Genau. Das sind Bio-Eier, ne? Ja, genau. Woran erkennt man ein Bio-Ei? Die Eier haben auch
Eier haben so einen gewissen Code drauf, nennt man das? Ja, sind wir das? Ein Code oder ein Code? Einen Code. Code. Das ist zum Beispiel 0, 1 und 2. Wir haben da irgendwo auf der Packung, da ist das genau angegeben. Biologische Haltung, Freiland, Käfig, hoppala, etc. Mhm. Man sieht, das geht dahin. Das machen wir auch nur ohne Farbe, also wirklich nur, man riecht es jetzt. Ja, es kommt auch schon so ein bisschen die Süße raus. Das Aroma entwickelt sich schon. Das ist wunderbar. Man muss hier wirklich aufpassen mit dem Ei. Man merkt schon, da drin ist das so ein bisschen. Ich habe nicht so viele softer. Mit, gell? Wir müssen alle hinhauen. Ja. Warte, ein bisschen zurückgehen vielleicht, sonst die volle Weißweintrennung. Man sagt immer, ein Glas in die Soße und ein Glas für den Koch. Aber wir haben es jetzt alles rein da. Habe ich ja Glück gehabt, dass sie hier nicht nachher anfangen zu tanzen. Ja, ich glaube nicht, dass wir das wollen. So, das lassen wir auch hier wieder ein bisschen einkochen. Wie man gesagt hat, der Alkohol, das ist auch oft, wenn Leute sagen, hier, da ist zu viel Alkohol drin. Alkohol kocht ja bei 72, 73 Grad aus. Und das heißt, wir konzentrieren den Geschmack des Weines. Und je länger, dass man es reduziert, vor allem die Säure vom Weißwein. Und der Alkohol ist so in dieser Form dann auch gar nicht mehr drinnen. Also wie gesagt, da kriegen wir dann diese leichte Frische, die wir jetzt im Frühjahr Ich will Ihnen da nicht widersprechen, aber ich glaube, Menschen, die wirklich keinen Alkohol trinken dürfen, sollten auch darauf verzichten. Auf jeden Fall, das stimmt. Also genau, auch beim Backen oder so, wenn man wirklich aus gewissen Gründen keinen trinken darf, möchte oder sollte, muss man das auch weglassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn man da ein Glas Wein reintut, das wäre das Gleiche, wie wenn man ein Glas Wein trinken würde. Parallel, wir müssen ja heute uns ein bisschen sputen. Ja, mache ich da hinten. Wir haben Zeit. Schon mal den Topf warm. Wir brauchen ja noch den Spinat. Das ist dann unser. Sehr gut. Weil wenn wir die dann alle haben, werden wir auch noch schön miteinander eins panieren. Das ist ja auch wichtig. Sagen Sie, die Bio-Eier, schmeckt man das eigentlich auch raus, dass das Bio-Eier sind? Oder sieht man es denen im Zweifelsfall nur an, am Code? Also, dann. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, also ich denke schon, dass man es auch, viele Dinge, da geht es auch darum, dass man mit einem guten Gewissen, ob man jetzt wirklich genau schmeckt, ob das Huhn ein Bio-Huhn ist, also ich möchte es jetzt nicht behaupten, aber es ist trotzdem einfach wichtig und richtig von der Herkunft, dass man sagt, man hat ein gutes Gewissen, das hat ja auch ein bisschen eine Nachhaltigkeit und wir dürfen ja eins nicht vergessen, alles, was wir unserem Körper zuführen, das sollte man schon ein bisschen überlegen, ja, das ist ja auch da unser Motor, ja. Das ist kaputt gegangen. Das ist auch wichtig, das sehen jetzt die Zuschauer. Man sieht es, das ist innen, hat noch einen weichen Kern. Und das meine ich, da muss man wirklich sehr filigran arbeiten und muss man schon ein bisschen mitgefühlt. Mit meinen Wurstfingern wird da nichts drauf. Ich wollte so nicht sagen, aber... Sie meinen das schon. Ja, das kommt weg, ja? Das machen wir, genau. Okay, soll ich noch mal eins probieren haben Sie jetzt jedes Vertrauen in mich verloren? Wir haben noch ein paar, kochen wir noch. Aber ich sage, es gibt manche Gerichte, die scheinen manchmal sehr einfach. Und das ist wirklich einer der wenigen Momente, da muss man einfach sich auch ein bisschen Zeit lassen. Das ist auch die Arbeit, die ich in der Küche nicht gern mache, im Restaurant. Die delegieren Sie dann, ja? Das passt so. Ich mache lieber jetzt hier, Achtung, wir haben ein bisschen Vorrein. Was machen dann die Auszubildenden? Im Endeffekt machen wir das alle. Schäme mal 200 Eier. Wirklich, also beim ersten Silvester haben wir das auch gemacht. Wenn du dann so 50 oder 100 brauchst und man sieht es ja, sind halt mal 10% dabei, das kann passieren. Ja. Und normal macht man das dann direkt in der Schale, das ist nur so ein kleiner Tipp, dann geht es noch ein bisschen leichter im Wasser. Das sagen Sie jetzt, ja? Also ich, ja. Wo ich beim dritten Ei fast fertig bin. Ja, eins muss schon kaputt gehen. Und dann geht es ein bisschen leichter im Wasser selber und wenn man natürlich dann noch Eis drinnen hat, damit die ganz frisch bleiben, dann hast du irgendwann schon so... Kalte Finger, das merke ich ja jetzt schon. Oder? Ja. Und wir haben nur 69 vor uns. So, beim Spinat haben wir auch, wir schwitzen da hinten nur, machen die Butter einfach warm. Spinat ist ja... Wir haben den ganz frisch, der fällt ja einfach ein bisschen zusammen. 2-3 Minuten. Wir geben dann auch ein Schlückchen von der Soße rein. Salz, Pfeffer, Muskat und... Das geht noch. Da ist nur ein leichter Riss drin hier. Ne? Genau, wir machen uns einfach da mal rein, Jens. Weil Sie dürfen das dann auch direkt panieren und dann werden Sie sehen, dass das voll schwierig wird. So. Genau, da haben wir einfach dazu. Und wir probieren jetzt auch gleich schon mal eins zum Panieren. Bitteschön. Nein, nehmen wir das andere bitte. Das andere, okay. Genau, ja. Wunderbar. Auch hier haben wir einfach mal ein bisschen Salz dran. Wir können auch ein bisschen Pfeffer. Das Rezept übrigens, meine Damen und Herren, bevor ich es vergesse zu sagen, finden Sie bei uns im Internet auf www.hallohessen.hr.de. Dann können Sie das unfallfrei nachkochen. Genau. Und jetzt, klassisch wie ein Schnitzel, hätte ich ja fast gesagt, oder haben wir vorhin schon gesagt, wird das einfach paniert in Mehl. Aber vorher nicht klopfen. Ja. Lieber nicht. Genau.
Das machen wir gleich parallel. Da muss man ein bisschen gleichzeitig arbeiten, links und rechts. Machen wir nochmal jetzt die Sahne in die Soße. Und dann haben wir den Ansatz unserer Soße schon fast fertig. Wir verkochen das noch ein bisschen. Dann machen wir Salz, Pfeffer und den Parmesan rein. Wir mixen das und dann haben wir schon mal eine gute Soße. Ein Teil ist schon fast fertig. Da hinten kümmern wir uns jetzt schnell um den Spinat. Der kommt einfach nur in den Topf oder war da genau, schon Öl bisschen, drin? Nur ein bisschen Butter. Mit Butter. Und den lassen wir wirklich nur zusammenfallen, weil der hat die eigene Flüssigkeit. Den wollen wir vielleicht auch noch so ein bisschen knackig. Und da geben wir dann von der Soße einfach einen Löffel dazu. Und dann haben wir wirklich auch schon diesen schönen Grundgeschmack. Den geben wir drunter. Und aber dann direkt Rahmspinat. Ganz genau. Es ist dann im Endeffekt ist es ein klassischer Rahmspinat. Mit dem Blub. Ja, und da der selbstgemachte Blub in Wirklichkeit. Man sieht auch, dass, wenn man gerade frisch kocht, dass es auch ruckzucki geht. Ja? Wir haben den, der Spinat geht rein. Das dauert ein paar Minuten, Süßchen kocht. Wir werden hier das Ei panieren, ganz wichtig. So, jetzt soll ich mal probieren? Ja, bitte. Also das ist halt wirklich, aber das ist normal. Man muss, gerade wenn man das auch zu Hause macht für die Familie oder so, man muss auch ein bisschen Liebe reinmachen. Ja? Man muss auch ein bisschen Aufwand betreiben, finde ich. Es muss nicht immer nur ein normales Spiegelei sein, sondern die Lieben, der gibt ja dann auch die Wertschätzung dafür. Hoffen wir zumindest. Natürlich. So. Das Paniermehl, haben Sie das selber gemacht? Oder? Das ist jetzt selbstgemachtes Paniermehl. Man könnte jetzt auch ein Panko-Mehl oder so nehmen. Das ist dann so ein bisschen groberes. Genau, man sieht, also man muss da echt ein bisschen aufpassen. So, das legen wir uns daher. Und dann am Ende wird das ganz normal ausfrittiert. Dazu, wenn man, entweder man hat zu Hause eine kleine Fritteuse oder wenn man einen Topf frittiert, muss man immer aufpassen. Frittieren ist halt heißes Fett, da muss man immer sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Wir machen jetzt das Fett hitzen wir auf eine Temperatur von 180 Grad. Da gibt es einfache Küchenthermometer. Die kosten jetzt nicht viel. 100. Na, es dauert ein bisschen. 160, 170. Wir werden da also Sie nehmen es ja sehr genau, ja? Also unter 180 gehen Sie nicht. Nein, man kann schon. Also es geht jetzt nicht um den Grad genau, aber natürlich, wenn man jetzt nur auf gut Gefühl, können wir es auch nicht rein da. Weil wenn es zu wenig wäre, dann wird das Eis fett aufnehmen. Vorsicht, die Sahne, die perfekt, die das ist gut. Das ist gut, wir müssen ja auch immer schauen, dass wir mit Zeit bleiben. Also wie gesagt, wir sind jetzt bei knapp 160, da können wir auch dann schon gleich probieren. Geben aber gleich noch ein bisschen Gas dazu. So, jetzt wollen wir gleich das erste machen und dann schauen wir auch, ob wir die gut gekocht haben. Also ich wäre bereit. Genau, es gibt auch immer einen Trick, also wenn man jetzt nicht unbedingt misst, man kann auch immer so ein bisschen schauen, die Brösel reingeben, wenn die anfangen so zu schäumen, dann merkt man, es ist heiß. Also man sieht, das ist ja schon... geht schon fast, kann man dann auch noch ein paar Grad mehr geben. Wichtig ist natürlich gleichzeitig, wenn man was backt, sich immer so ein bisschen vorzubereiten, dass man auch gleichzeitig das Ei dann wieder rausnehmen kann. Ja, mit den Händen wird es schwer. Das sollte man nicht machen. Das macht man so zweimal, einmal fast. Wie lange wird das denn nachher da im Öl frittiert, das Ei? Ja, bis es braun ist. Also es stimmt wirklich, wir wollen dem nur noch, wir geben dem, das wird jetzt ungefähr eine halbe Minute dauern, länger. Wir werden es gleich probieren. Tun Sie es mal rein. Wenn die Temperatur jetzt ist 170 Grad, ich habe das irgendwie im Gefühl. Im Gefühl? Ja. Darum haben wir auch mehr. Auch hier muss man mal ein, zwei Eier mehr machen. Wie gesagt, vorsichtig sollte man dann immer schauen. Na, da. So, man sieht, das backt. Zu lange soll es natürlich dann nicht backen, weil wir, ich glaube, ein paar Grad können wir noch geben, weil wir noch natürlich das Ei soll ja nicht durch werden. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben. Dass das schön weich innen drin ist und wenn man es jetzt hier hart frittieren wird, das wäre nicht im Sinn der Sache gewesen. Ja. Bertel, das machen war's. Sie doch bitte in Ruhe weiter. Jawohl. Vielen Dank, wir freuen uns sehr auf das, was uns dann nachher erwartet. Es wird lecker werden, genau. Ein bisschen Parmesan-Trüffel machen wir drauf. Ich freue mich auch schon drauf und Eier koche ich nochmal. Für mich ohne Trüffel. Auch das ist sehr gerne möglich. Dankeschön. Für zwei Eier. Bertel Seebacher. Hunger? Auf ein frittiertes Ei? Also das klang ganz interessant, was da das vorhin war, geschah. Das sah auch toll aus. Und dann sollten wir da mal rübergehen. Wie ist denn die Verpflegung an Bord gewesen, jetzt mal unter uns? Also ich bin da befangen. Also ich würde sagen, ich hätte mir auf dem Schiff eine Erkältung und 2 Kilo Übergewicht geholt. Da hast du ja mitgenommen, was geht. Ja. Nehmen Sie doch bitte hier in der Mitte Platz. 4 Mahlzeiten gibt es an Bord. Also 4 Stück? Ja. Und selbst gekocht oder ist das dann Tiefkühlkost, die aufgewärmt wird? Nee, selbst gekocht. Da ist Proviant dabei. Für wie viele Monate haben Sie an Bord? Tonnen, 100 Tonnen, ne? Ich glaube, für die ganze Zeit. Wenn es um Trockenproviant sowas geht, für ich weiß gar nicht wie viel, aber wirklich Monate. Frischproviant natürlich nicht, das ist kurzlebiger. Ja. Aber nein, da gibt es nichts an Fastfood oder so. Da wird alles, das ist ja also richtiges Essen wie bei uns. Das wird alles von Grund auf, wird dort alles frisch gemacht. So, und jetzt das Ei. So, ich bin sehr welches gespannt. Hast du gepellt? Welches haben wir jetzt abgekriegt? Welches war das, Jens? Die Olle von Jens. Alle? Ja, alle. Jetzt fleißig vorbereitet. Das schmeckt großartig.
frittiertes Ei. Boah, das ist ja hier schmeckt spannend. Bertel, wir freuen uns auf das, was Sie uns in der zweiten Stunde kochen. Gerne. Da gibt es was Süßes, so viel sei schon mal verraten.